Ich darf jetzt uns auf die Bühne bitten, den Herrn Dr. Walter Surböck. Herr Dr. Surböck ist seit 1980, da hat er in Graz promoviert, seit 40 Jahren Arzt für Allgemeinmedizin in Mariazell, in seiner Praxis für integrative Ganzheitsmedizin. In seiner Praxis für integrative Ganzheitsmedizin für chronische Krankheiten mit dem Schwerpunkt integrative Onkologie. Und der Herr Dr. Surböck wird heute darüber sprechen, welche der 10 Gründe, die gegen die Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften sprechen, ihn als Arzt am meisten betreffen bzw. bedeutsam sind. Danke vielmals. Ich bin tatsächlich 40 Jahre in der täglichen Praxis, aber heute ist vielleicht einer der schönsten Tage meines Lebens, denn ich darf mit euch in Gemeinschaft mit ganz, ganz unglaublich wertvollen Menschen hier stehen, auf einem Platz, an dem ja zur Zeit meiner Eltern ein Satz gesprochen wurde: Österreich ist frei. Danke. Ich sehe aber so viele internationale Flaggen und ich möchte den Satz hier sprechen, meine lieben Menschen, liebe Menschenfamilie, wir alle rund um den Ballon, um diese wunderbare Erde, die wir lieben, wir alle sind frei und wir bleiben frei. Ich habe hier zwei Blätter mitgenommen. Das eine habe ich der World Health Alliance entnommen. Das sind 10 Punkte, die habt ihr schon zu Großteil gehört. Das ist das Negative. Das eine. Und das ist der Hippokratische Eid. Und das ärztliche Gelöbnis mit ziemlich gleich vielen Punkten. Auf dem ärztlichen Gelöbnis stehen 11 Punkte drauf. Und einen möchte ich euch vorsprechen. Den negativen. Das ist der Punkt 3. Die Achtung, die Würde der Menschenrechte und die Grundfreiheiten der Menschen sollen aufgehoben werden. Das wollen wir. Ich stelle euch nach diesem Satz eine Frage. Und ich möchte, dass ihr dann darauf antwortet. Ich werde die Freiheit und die Autonomie, die Würde meiner Patientin und meines Patienten achten und respektieren. Sollen wir das tun? Ja! Ich möchte euch zum Abschluss eine wirklich gute Nachricht mitteilen. Wir sind hier in unserer Familie der Menschen in einem unglaublich elitären Kreis. Der gerade gesprochen hat, ist nicht irgendein Arzt, sondern das ist einer der berühmtesten Kardiologen dieser Welt, Peter McCullough. An dieser Stelle einige dieser Sterne der Menschheit per Namen auch nennen. Einer davon ist Robert Malone, Didier Raloult, Pierre Cori, Sucharit Bhakti, Professor Kranninger aus Österreich, Hockerts, Deutschland, Professor Sönnigsen, Martin Hadic und Professor Stubert und Maria Hopmann-Mott. Wir hatten hier vor einer Woche den Kongress der Österreichischen Gesellschaft, der Internationalen Gesellschaft für Ganzheitsmedizin. Da unten steht der Präsident. Wir hatten einen unglaublichen Erfolg. Und zwar nicht Erfolg, weil wir so gut sind, sondern weil wir in dieser Menschenfamilie gemeinsam eine Therapie gefunden haben, die so unglaublich gut ist, dass wir nur eines sagen können: Haltet durch, wir haben eine wunderbare Welt der Liebe, des Friedens und der Freiheit zu erwarten. Danke.
Dankeschön, Walter Surberg. Er hat eben genau die Kollegen aufgezählt, die Ihnen wohl bekannt sind, besonders auch aus dem deutschsprachigen Raum. Und der Walter und ich haben vorher hinter der Bühne gesagt, wir kriegen ganz glasige Augen, wie unser Kollege, wir haben zwar kein Wort verstanden, aber Ungarisch gesprochen hat. Wir haben gesagt, also wir fangen gleich zum Heulen an, weil uns das tief in der Seele berührt, diese Verbundenheit. Und das ist etwas Ehrliches, etwas Authentisches und ich habe auch jetzt hier im Publikum glasige Augen gesehen, wie der Walter gesprochen hat. Lassen Sie uns Mensch sein und wirklich laden wir Leute ein, diese Bewegung weiter zu unterstützen.